Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute färbe ich mir die Haare, live in YouTube sozusagen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Das ist meine aktuelle Haarfarbe und ich möchte heller werden und habe mir da ein paar Produkte besorgt. Am liebsten hätte ich es, wenn es am Ende so aussieht. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das funktioniert. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es am Ende ausschaut, dann bleibt dran. So, da bin ich wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht ums Haare färben, heller färben sozusagen. Ich nehme euch da mit. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Dine. Bei mir auf dem Kanal bekommt ihr ja also Videos rund um Beauty, Shopping, Travel, Reisen. Ja, das alles. Und heute gibt es Beauty-Video und heute geht es um diese Haare. Ja, also ich habe sehr viele verschiedene Farben hier drin, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier habe ich so braun, also dunkelbraun. Dann sind immer noch ein paar Strähnchen drin. Hier hinten ist es heller. Also diese Farbe hier hinten gefällt mir zum Beispiel relativ gut. Und die hätte ich ganz gerne wieder. Naja, erzähle ich gleich, warum das so gekommen ist. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Farben. Ich renne quasi rum wie ein Pfingstochse. Und ihr wisst selber, wenn euch eure Haare nicht gefallen, dann findet ihr alles scheiße. Und so geht es mir gerade auch. Es ist alles zum, naja, nicht so schön. Und deswegen habe ich mir ein bisschen was besorgt. Zum Friseur wollte ich jetzt erstmal nicht wieder gehen, weil ich da wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe in der letzten Woche. Und deswegen versuche ich es lieber selber. Ich habe mir jetzt Folgendes geholt. Und zwar glaube ich, dass ich es nur hinbekomme, wenn ich wirklich weiß, das ist schädlich für die Haare etc. pp. Aber es bringt ja nichts. Ich will heller werden und es muss gut aussehen. Und deswegen habe ich mir eine, ja, die stärkste Blondierung geholt, die es, ja, bei Kaufland war ich, die es bei Kaufland zu kaufen gab. Das ist jetzt eine L1++ mit Anti-Gelbstich und soll ja die Haare schützen etc. Bin mal gespannt und das werde ich mir gleich als erstes in die Haare geben. Ich werde versuchen, den Ansatz nicht zuerst zu machen, weil sonst, ich hatte das vor einigen Jahren schon mal gemacht, dann war das halt hier so richtig hellgelb, blond und das will ich ja jetzt auch nicht. Deswegen glaube ich, mache ich erstmal den Ansatz und dann oben, wie lange ich das einwirke, muss ich mal gucken, wie das so wirkt. So, und danach, das ist meine Wunschfarbe, da möchte ich gerne hin. Das ähnelt so der, die ich halt vom Friseur vor ein paar Monaten hatte, nur da waren dann halt noch blonde Strähnchen dabei. Die Haarfarbe finde ich richtig, richtig schön. Ich hoffe, dass ich die irgendwie hinbekomme. Ich bin gespannt. Zur Sicherheit habe ich mir dann nochmal eine Tönung von Cyrus mitgenommen. Ich verlinke euch die Produkte auch in der Infobox, falls ihr da Interesse habt und es am Ende wirklich gut aussieht, dann könnt ihr das ja auch mal versuchen. Die habe ich mir zur Sicherheit nochmal mitgenommen. Ja, und das werde ich jetzt gleich mal versuchen. Ich nehme euch mit, also ihr könnt, ich mache dann immer ein paar Sequenzen, wie es dann aktuell auf meinen Haaren ausschaut. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, nochmal kurz zu dem, was mir passiert ist. Ich habe vor circa 3-4 Monaten bin ich zum Friseur. Ich wollte heller werden, Sommer und so weiter. Und da bin ich dann zu meinem Friseur des Vertrauens hingegangen. War da auch immer sehr zufrieden. Und die Friseurmeisterin, also die Chefin, hat mir dann die Haare gemacht. Ich war 3 Stunden da oder so. Habe halt blondierte Strähnchen bekommen. Dann hat sie noch einige Packungen drauf gemacht, also so Tönungen oder so weiter. Und hinterher sah das so, so super aus. Mit alles richtig aufgehellt. Und es war so ein richtiges Goldbraun mit Strähnchen drin. Und so ist richtig super. So ein bisschen hier, so wie hinten, so ein bisschen habe ich halt hier noch. Ja, und wo ich dann da war, war halt eine andere Dame da. Die kannte ich überhaupt nicht. Die war auch nicht ganz so nett, also relativ unfreundlich, irgendwie kein Bocktag oder so. Und naja, sie fragte mich dann, ja, die gleiche Farbe wie ne, das letzte Mal. Und dachte ich, naja, sie meint bestimmt ne, das vor 3 Monaten. Ja, natürlich so. Und ich war mit dem Kopf irgendwie aber auch noch woanders und deswegen hatte ich jetzt auch nicht genauer nachgefragt. Und dann, ja, ich mache dann mal die Farbe fertig. Ja, und dann hat sie fertig gemacht. Und es war halt so rötlich-braun, wo ich da in den Topf geguckt habe. Ich so, ist das richtig? Naja, gut, die wird schon wissen, ne? Wenn sie die letzte Farbe nimmt, dann wird das schon sein. Weil ich hatte, damals habe ich jetzt nicht geguckt, was die Chefin da genommen hatte. Naja, warten und Kaffee trinken und so weiter, rausspülen, so. Und dann habe ich Handtuch abgenommen und dann dachte ich, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ja blondierte Strähnchen, so ein Goldbraun, teilweise dunkelbraun, also so eine richtig schöne Mischung. Und dann klatscht sie mir Rot drauf, so ein richtiges Burgunderrot, Bordeaux-Art, sowas. Das hatte ich halt mal vor einem Jahr, habe ich das dann mal machen lassen. Und die Farbe hat sie genommen, so.
Und da habe ich sie natürlich drauf angesprochen, was ist das denn? Und die ist, ja, das ist doch die Frage. Vielleicht war es auch mein Fehler, vielleicht hätte ich nochmal nachfragen sollen. Aber ich meine, wenn ich Friseurmeister bin, ich sehe eine Person, die kommt mit blondierten Strähnen und eigentlich in braunen Tönen rein und möchte ihren Ansatz färben, dann mache ich ihr doch nicht rote Farbe auf den Ansatz. Sorry, oder bin ich da gerade falsch unterwegs? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mit ihr dann rumdiskutiert, tralala. Ja, wenn es ihr nicht gefällt, dann kommt sie nochmal wieder, bla bla. Und dann auch ein bisschen weniger bezahlt, beziehungsweise fast gar nichts dafür, weil ich mich halt so aufgeregt habe. Die hat mir halt angeboten, ich soll dann nochmal kommen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn ihr einmal die Haare versaut bekommen habt vom Friseur, dann geht man da halt nicht mehr hin und deswegen trete ich da auch keinen Fuß mehr rein. Tut mir leid für den Laden, das ist ein wirklich super Laden, aber nee, das weiß ich nicht. Funktioniert einfach nicht. Sie hätte mich wenigstens fragen können, ja, sind Sie sicher, dass Sie da jetzt rot wollen? Und hinterher meinte sie, ja, gucken Sie sich das doch mal an, sieht doch richtig schön aus, der Farbverlauf von rot in braun und blond und so. Und ich so, ja, okay. Naja, das zu der Geschichte. Und dann habe ich halt schon selber rumgewerkelt. Ich habe mir dieses Color Before, heißt das, glaube ich, geholt, dass der die Farbe rausziehen soll. Und das hatte ich mir dann draufgekippt. Das hat dann auch was gebracht. Da habe ich Vitamin C-Pulver, Natron, Backpulver, alles irgendwie, um die Farbe rauszukriegen. Das hat auch teilweise geklappt, aber dann wurde ich natürlich ziemlich orange durch dieses scheiß Rot. Dann habe ich mir dachte ich, du musst das irgendwie abdunkeln. Da habe ich mir so ein Aschbraun geholt. Dann war das aber viel zu dunkel, wie man jetzt auch sieht. Das ist halt immer noch. Dann bin ich immer noch mit Vitamin C dran gegangen. Deswegen ist das hier hinten wieder ein bisschen heller. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Ich bin total unzufrieden und ich muss jetzt auf jeden Fall meinen Haaren ein letztes Mal quälen. Also ich muss sie ein letztes Mal quälen und dann will ich denen erstmal Ruhe geben, weil sonst habe ich nämlich bald gar keine Haare mehr. Kann ich mir erstmal auf der Rückenseite irgendwas aussuchen. Genau, das dazu. Ja, deswegen werde ich das jetzt selber machen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, aber genug gequatscht. Ich fange jetzt an und wir sehen uns gleich im Badezimmer. So, es geht los. Ich habe das schon mal ein bisschen ausgepackt. Also hier sind ein paar Sachen. Ups, so, da bin ich wieder. Wir haben hier einmal, das ist eine Nachbehandlung mit Purple Pigments, also so eine Art Silbershampoo wahrscheinlich danach, damit kein Gelbstich entsteht. Ich bin gespannt. Dann haben wir hier einmal das Ultra Plus Aufhellpulver und einmal eine Aufhellcreme. Und dazu gibt es hier dann auch nochmal den Entwickler und ich packe das jetzt erstmal alles zusammen und fange dann gleich an, meine Haare zu blondieren. So, ich bin ready. Ich habe das alles fertig angemischt. Die Farbe sieht schon mal gut aus. So sieht, glaube ich, eine Blondierung aus. Schön blau. Ja, ich hatte noch mal ein kurzes Ding. Ich habe jetzt erstmal meine Haare ein bisschen abgeteilt, weil ich erst diesen Bereich machen will. Hatte ich ja eben gesagt, den Ansatz will ich zum Schluss machen, damit es nicht ganz so hell wird. Da steht zwar drin, 30 bis 45 Minuten. Ich werde aber mal gucken, ob ich es wirklich so lange drin lasse, je nachdem, ich will ja nicht total hell werden. So. So, ich verteile das jetzt einfach alles mal und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, die Packung ist drin, ging eigentlich ganz gut, es fängt schon an zu jucken und es hält sich schon auf. Also das sieht man, glaube ich, in der Kamera nicht so, oder? Auf jeden Fall sieht man schon am Ansatz, dass dieses schwarze Mischmasch von irgendwas für eine Farbe schon weg ist. Jetzt ist natürlich orange, ich bin gespannt. Ich lasse es jetzt mal so, erstmal 20 Minuten und dann gucke ich mir das nochmal an und dann wasche ich das raus. Und dann sehen wir uns wieder, dann schauen wir mal, wie ich danach aussehe. Bis gleich! So, ich hatte das Zeug jetzt 30, 35 Minuten drin. Ich denke, das reicht. Also ist genug aufgehellt, weil ich will ja nicht blond werden. So sieht das aus. Der Ansatz ist natürlich trotzdem heller geworden natürlich als hier. Also hier, das finde ich schon mal ganz schön, wenn das so bleibt. Ich habe aber die Seiten vergessen. Naja, schauen wir mal. Das wird schon noch irgendwie werden. Schlimmer als vorher kann es doch nicht werden, oder? Naja, schauen wir mal. Ich gehe das jetzt mal auswaschen und dann sehen wir uns gleich. Welcome back! So sehe ich aus nach der Blondierung. Ich habe es mir schon gedacht, es wird orange, gelb, irgendwie was. So ein Mischmasch. Ich lasse es, glaube ich, so, oder? Nein. Es ist hier orange, gelb, also das ist natürlich dieses Rot, ne, das ist, ich hasse Rot. Also eigentlich ist ein Rot, ist natürlich eine schöne Farbe, aber um es rauszubekommen, ist es wirklich echt
Sehr schwierig so. Also hier sieht man es so, ja, gelb, Gelbstich, naja. Okay, ja, orange. Hier unten gefällt es mir, ist zwar noch ein bisschen nass, ich muss noch ein bisschen trocken lassen. Hier unten gefällt es mir schon sehr gut. Also das ist so ungefähr der Ton, den ich möchte. Das hier natürlich nicht. Und ja, ich weiß jetzt nur nicht, jetzt stehe ich hier, mache ich jetzt die Tönung, diese, oder nehme ich doch das? Ich weiß es nicht, das werde ich mir gleich nochmal überlegen, aber so sieht das aktuell aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, so, so, so. Ja, ich bin gespannt, ich mache jetzt gleich die andere Tönung drauf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Endergebnis präsentiere. Ich bin so gespannt. Juhu, ich bin fertig. Ich kann es kaum glauben. Es ist inzwischen schon dunkel geworden. Der Sommer ist vorbei, da wird schon um 8:30 dunkel. Ich bin fertig und ich liebe diese Farbe. Ich bin so begeistert, dass das so gut geklappt hat. Ich hätte es mir wirklich nicht gedacht. Also ich habe dann doch die Kollaboration genommen von Cyrus, habe mir die reingemacht, dieses goldene Braun. Und es ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist wirklich, hier oben ist es natürlich ein bisschen heller, weil die Blondierung da war. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Es sieht aus, als wenn man ein Strähnchen drin hat. Ich muss mal gucken, wie es morgen bei Tageslicht ausschaut. Gegebenenfalls färbe ich da dann nochmal nach. Hier ist es auch ein bisschen hell. Aber ich finde die Farbe richtig, richtig schön, ne? Ihr könnt gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Also ich finde es super. Egal, was ihr schreibt. ja. Also, falls ihr auch so ein Fail habt, dass ihr beim Friseur wart oder dass ihr irgendwie rote Farbe raus haben wollt und auch so eine Art goldenes Braun haben wollt mit ein paar Highlights drin, dann versucht es. Also bei mir hat das, wie gesagt, geklappt. Blondierung circa ja, so 40 Minuten habe ich es dann schon drin gehabt. Danach habe ich dann diese Cyrus-Koloration genommen in Goldbraun. Ich verlinke euch das, wie gesagt, unten. Und das hatte ich so eine halbe Stunde drin. Also immer zwischendurch gucken, wie die Haare so die Farbe annehmen. Und ja, dann habe ich geföhnt und meine Haare sind auch sehr weich, also sind nicht kaputt. Also ich dachte wirklich, die sind total strohig und brechen ab und so. Also bis jetzt wirklich sehr schön. Ich bin sowas von happy. Ja, auch wenn das jetzt Friseure sehen sollten, ja, natürlich sollte man das beim Friseur machen, aber ich hatte so schlechte Erfahrungen, dass ich froh bin, dass ich jetzt die Farbe, die ich haben wollte, mit Drogerieprodukten hinbekommen habe. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht auch ein bisschen helfen damit, mit meiner Erfahrung. Und ja, falls ihr Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch wie ihr die Haarfarbe findet beispielsweise, würde mich auch interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Eure Dine. Tschüssi.